Hallo liebe Leute, da sind wir wieder und ihr seht hier einmal ein leckeres gefrorenes Tiramisu aus Eiskaffee. Und ja, das ist ein richtig schönes, erfrischendes Sommerrezept. Kann ich euch echt nur empfehlen. Kann man es auch ganze Jahr essen als Dessert und lässt sich super vorbereiten. Ja, und als erstes geben wir einmal 100 Gramm Joghurt in eine Schüssel, damit wir das gleich glatt rühren können. Denn wir geben jetzt zu diesem Joghurt noch 400 Gramm, also eine ganze Ladung an Frischkäse. Und dieser Frischkäse, den kratzt durch allen Rest raus, werden wir gleich einmal glatt rühren. Und auf diesen Frischkäse geben wir einen Esslöffel an selbstgemachten Vanillezucker. Macht den echt am besten selbst, wenn ihr alte Vanilleschoten habt oder aufgebrauchte, dann nehmt ihr die Schoten, Pott Zucker rein und durchziehen lassen. Oder ihr püriert die durch, so wie ich das immer mache. Und dann gebe ich noch einen Esslöffel an ganz normalem Haushaltszucker darauf. Und dann machen wir als nächstes einmal unseren Eiskaffee selber. Ihr könnt aber auch gekauften nehmen, ihr braucht 200 Milliliter im Endeffekt. Gleich kommt übrigens wieder das Mikro, keine Panik. So, und jetzt füllen wir einmal 100 Gramm kalten Kaffee ab, frisch gebrühten kalten Kaffee. Und darauf geben wir dann noch 100 Gramm an Milch sowie einen Esslöffel an Puderzucker. Warum Puderzucker? Weil er sich am schnellsten auflöst. Wenn ihr das gleich alles zu einer Masse mischt, ganz ehrlich, gebt da noch Agavendicksaft rein. 3 Esslöffel Agavendicksaft, damit diese Masse einfach eine Grundsüße bekommt. So gekauften Kaffee, der ist ja immer wird süßer. Und das ist einfach nur bisher nicht ausreichend süß für eine Eismasse. Und dann gebt ihr noch 100 Gramm Sahne rein. Hättet ihr auch vorher machen können. Aber ich mache es jetzt hier in dem Fall und schlage es nochmal schaumig auf und fülle das dann in einen Messbecher ab, damit ich es immer schluckweise in meine Eismaschine geben kann. Denn man soll nicht sofort die ganze Masse reingeben und einfrieren. Dann friert es nämlich nicht so gut an. Das hier ist unser etwas abgekühlter Kaffee und ich habe jetzt hier so Gläschen oder so Becherchen. Und was mache ich? Ich gehe folgendermaßen vor. Nehme mir einen Löffel Biskuit, tauche den unter und lege den dann etwas wild, völlig wild, ist egal, in die Schale. Und ich nehme hier in dem Fall 3 Stück. Und dann hast du jetzt hier dein Eis. Und das Eis wirst du erstmal bitte befreien von deinem Rührgerät. Ansonsten, wenn du es mit der Hand Methode gemacht hast, das hört sich jetzt komisch an, man kann das auch folgendermaßen machen. Die ganze Eismasse in eine tiefgekühlte Bräterform geben oder Auflaufform allgemein. Und dann gehst du alle 20 Minuten zum Eisschrank, zum Kühlschrank, Gefrierschrank heißt das Gerät, und wirst dann das einmal durchrühren, von außen nach innen. Ganz wichtig. Also ziehst es dann, wenn du es mit der Hand machst, immer so von außen nach innen. Dann hast du die Außen, bilden sich Eiskristalle, ziehst du nach innen, und das ist eigentlich das ganze Geheimnis bei sowas. Und dann gehst du folgendermaßen vor, gibst hier mindestens einen großen Löffel, weil die Masse reicht auf jeden Fall, dass du da mehr rauskriegst, ins Dessertglas. Schön oben drauf geben. Und wenn du dann noch Kekse hast oder das möchtest, dann kannst du noch eine zweite Schicht machen. Dann allerdings empfehle ich das nur noch mit 2 Biskuits zu machen. Und zum Schluss berieselst du es alles ganz leicht mit Kakao.
Zur Aufbewahrung, ich gebe dir den Tipp, friere das einfach alles so ein, wie es jetzt hier steht. Dann 20 Minuten vorher vorm Servieren rausholen, bei der Zimmertemperatur antauen lassen. Wenn es Winter hast, 20 Grad Raumtemperatur, 22 Grad im Sommer, würde ich vielleicht darauf achten, vielleicht ein bisschen eher servieren, 5 Minuten eher oder so, wenn wir 27 Grad haben oder 30 Grad. Aber es ist eine mega Erfrischung, mega lecker und dann würde ich sagen, bin ich raus.